Höher, weiter, schneller. Das ist derzeit das Motto an der Wall Street. Wir sehen den S&P 500 die Marke von 5.100 Punkten erstmals übersteigend. Wir sehen, dass Nvidia als dritte Firma in der US-Börsengeschichte eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar erreichen kann. Wir haben es also mit einer massiven Assetpreisinflation zu tun und das genau bringt die US-Notenbank Fed immer mehr in Klemme. Denn was soll sie tun? Soll sie in eine solche Euphorie hinein, die so ein bisschen an die Dotcom-Blase erinnert, auch wenn natürlich Nvidia wirklich Geld verdient, was viele Firmen in der Dotcom-Blase nicht gemacht haben, aber sollst du in eine solche Euphorie hinein die Zinsen senken? Ganz schwer, kaum zu machen. Wir wollen uns diese komische Mischung mal anschauen zwischen hohen Zinsen und gleichzeitig einer Art Dotcom-artigen Euphorie. Und wir starten mal mit dem, was am gestrigen Tag passiert ist. Da haben 7 Aktien alleine 550 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen, weil ein Unternehmen, nämlich Nvidia, bei seiner Guidance, also seinem Ausblick, die Prognose um 2 Milliarden Dollar angehoben hat. Das mal zur Relation: Nvidia 276 Milliarden, Microsoft 70, Amazon 62 und so weiter und so fort. Sie alle haben also massiv hinzulegen können und wir sehen dann heute zum Beispiel SMCI, also Supermicrocomputer, mal eben gestiegen von 940 auf 1000 und dann wieder gefallen auf 920, das alles in 10 Minuten. Also wir sehen, wie die Dinge hier praktisch eskalieren, könnte man sagen, wie hier Milliarden hin und her geschoben werden innerhalb von Sekundenbruchteilen. Gut, SMCI ist nur vielleicht so 55 Milliarden Dollar wert, das sind ja schon Peanuts heutzutage, muss man sagen. Und hier kommen wir nochmal zu Nvidia. Oktober 2022, also um und bei vor knapp 1,5 Jahren, da hatte Nvidia eine Marktkapitalisierung von 280 Dollar und eine Forward Price Earnings Ratio von 32. Jetzt hat Nvidia diese Summe, nämlich knapp 280 Milliarden Dollar an einem Handelstag hinzugewonnen, hat allerdings immer noch eine Price-Earnings-Ratio von 33, eben weil man stark gewachsen ist, keine Frage. Die Frage ist nur, geht das so ungebrochen weiter? Das scheinen die Märkte ja anzunehmen. Hier sehen wir nochmal die Meilensteine, wie Nvidia sich entwickelt hat. Mai 2020 200 Milliarden, Juli 2021 500, Mai 2023 1 Billion, Januar 1,5 und jetzt eben 2 Billionen. Hier sehen wir den Vergleich nochmal Cisco mit Nvidia und Cisco war ja damals auch der heiße Scheiß. Internet, ne? Das ist der Netzwerkhersteller, Ermöglicher, das ist ja für das Internet zentral, also wird das das ganz große Ding, hat man damals gedacht. Hat sich nicht ganz bewahrheitet, dadurch, dass Nvidia heute über die Marke von 800 Dollar gestiegen ist, hat man sogar Cisco jetzt noch übertroffen. Und wir sehen, gleichwohl bewegt sich Nvidia fast wie ein Penny-Stock, so volatil. Erst der Anstieg auf 824 Dollar, dann geht es runter auf 776 Dollar, dann geht es wieder über die 800er Marke, nachdem vor allem natürlich Jim Cramer gesagt hat, also ich bin noch nicht bereit, Profite mitzunehmen. Er sieht die Aktie irgendwann bei 10 Billionen Dollar eines Tages. Na klar, warum nicht? Gleichzeitig gucken wir uns mal Revenue Growth an, also Umsatzwachstum bei Nvidia. Und eins ist natürlich klar, je größer eine Firma wird, je mehr sie Umsatz macht, umso schwieriger ist natürlich prozentuell Wachstum. Klar, weil die Ausgangssumme schon so hoch ist, da musst du erstmal hin. Aber wir sehen eben, wie stark jetzt natürlich dieses Wachstum abnehmen wird beim Revenue. Gar keine Frage. Und das hier nochmal ergänzend auch, wer sind denn eigentlich die Kunden in diesem Bereich, der für Nvidia so wichtig, so zentral ist? Data Center. Das ist vorwiegend Amazon, Google, Microsoft und Meta. Und wir sehen, allein die machen jetzt über 80% eben des Geschäftes aus und alle versuchen auch in irgendeiner Form sich unabhängiger zu machen von Nvidia. Also ja, das ist eine ziemlich heiße Kartoffel, die man dann anfasst, aber diese KI-Euphorie wird immer weiter angefacht, jetzt zum Beispiel durch den ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt, der sagt, jeder
Oder ja, jeder wird doppelt so produktiv sein durch KI wie zuvor. Hier habe ich auf der rechten Seite mal die Produktivität in den USA, die ja noch mit am besten aussieht. In Deutschland ist das viel, viel schlechter, aber zwischen 1992 und 2022, also wenn man so will, das Internetzeitalter könnte man es mal nennen. Boris Becker kam 1999 mit dem Spruch, bin ich schon drin. Die Amerikaner waren einen Ticken früher, ich glaube 98 war wirklich in den USA Internet schon ein bisschen verbreitet. In Deutschland dann später. Wir sehen, ja, die Produktivität ist ein bisschen gestiegen, aber nicht so wirklich, wie man sich das hätte erhoffen können. Wenn also jetzt hier gesagt wird, KI wird das Ganze verdoppeln, dann habe ich da schlichtweg meine Zweifel. Wir wissen es nicht, klar, aber es ist schon eine sehr optimistische Annahme. Und diese optimistische Annahme hat andere Geld gekostet. Nvidia-Leerverkäufe haben 3 Milliarden verloren an einem Tag. Shit happens, nachdem eben der Gesamtanstieg der Marktkapitalisierung 277 Milliarden ausgemacht hat. Und das hat natürlich zu diesem neuen Allzeithoch beim S&P 500 geführt. Und dann sieht man so Schlagzeilen, was für eine unglaublich kraftvolle Rallye hier denn der Fall sei. Und wir schauen uns mal die NIMO an. Also praktisch Aktien, die fallen an der New Yorker Börse zu Aktien, die steigen. Da haben wir einen Wert von plus 5, also wir haben minimal mehr Aktien, die gestiegen als gefallen sind. Das heißt, wir haben nach wie vor eine ziemlich miserable Marktbreite. Und das hatten wir in der Form, wie Sven Hendrik zeigt, das letzte Mal Anfang 2020, also kurz vor Corona. Damals ja auch neues Allzeithoch. Und dann ging es nach unten durch einen externen Faktor. Das ist diesmal unwahrscheinlich, dass so etwas sich wiederholt. Aber es ist jedenfalls eine sehr, sehr geringe Marktbreite, die wir haben, angesichts dessen, was da an neuen Rekorden permanent der Fall ist. Und das unbeeindruckt von der Zinsfrage. Jetzt sind sogar extrem dovische Analysehäuser wie Goldman Sachs knicken ein und sagen, ja gut, also vor Juni wird es dann vielleicht doch nichts. Noch vor kurzem hat man ja 7 Zinssenkungen angenommen, jetzt so 3. Wenn es gut laufen würde, 4 ist so der Tenor jetzt bei den Analysehäusern. Heute kam Mohamed El-Erian, der ein Kritiker normalerweise ist der Fed und der Fed vorgeworfen hat, damals als die Inflation anzuziehen begann, dass sie da zu spät drauf reagiert. Jetzt sagt er, ja, der große Fehler könnte sein, dass die Fed die Zinsen zu lange oben hält. Gestern allerdings hatte Harker von der Fed gesagt, ja, also das größte Risiko ist eigentlich, wenn man die Zinsen zu früh senkt. Und das scheint eben auch Konsensmeinung weitgehend in der Fed zu sein. Und wie schwierig die Lage dieser US-Notenbank ist, haben hier sehr gute Kommentare auf Finanzmarktwelt nochmal auf den Punkt gebracht. Eigentlich muss die Fed ja die Zinsen bald senken, damit Frau Yellen noch Schulden aufnehmen kann oder die Schulden nicht zu teuer gehen werden. Aber wenn das Geschehen an den Märkten so weitergeht, müsste die Fed ja eigentlich bald die Zinsen anheben. Das wäre ein Schock für die Märkte. Aber würde vielleicht mal etwas Luft aus der Blase lassen und die Nachfrage begrenzen. Alternativ sehe ich nur noch die Geldmenge. Also die Fed könnte dann sozusagen Staatsanleihen selbst verkaufen, aus ihrem Portfolio aktiv verkaufen. Das wäre natürlich eine immense Straffung der Geldpolitik. Das aber würde Banken in Schwierigkeiten bringen. Jetzt hat die Fed nur noch schlechte Optionen. Vielleicht wäre es besser, eine davon zu wählen, um zu zeigen, dass sie nach wie vor die Zügel in der Hand hält. Aber das wird die Fed wahrscheinlich nicht machen. Das traut sie sich nicht. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Eigentlich müssten die Zinsen ja runtergehen, um die Zinslast des Staates zu verringern, die jetzt um und bei 1 Billion sind. Auf der anderen Seite müssen die Zinsen hoch genug sein, dass die Investoren sagen, naja, ich bin bereit, hier eine US-Staatsanleihe zu kaufen, angesichts auch der Inflation. Also es ist unglaublich, würde man jetzt wieder Quantitative Easing betreiben, also Anleihen kaufen, um die Zinslast zu senken, dann würde die Inflation wieder nach oben gehen. Was du machst, machst du falsch. Die Vermögenspreise explodieren gerade und das erzeugt Nachfrage, das erzeugt Inflation, also kannst du die Zinsen nicht senken. Und wir sehen auch, dass die Underlying Inflation jetzt wieder deutlich nach oben zeigt. Wir hatten ja viel heißere Daten, US-Erzeugerpreise, CPI-Daten und so weiter, Löhne in den Arbeitsmarktdaten. Goldman Sachs sagt dennoch, also wir glauben, dass diese Januarzahlen ein Ausreißer waren, dass sich das nicht wiederholt. Wir werden sehen, ob das der Fall ist, aber wir sehen auch in anderen Kategorien hier etwa Small Businesses, die sagen, ich werde die Preise anheben, wieder deutlich nach oben gegangen. Und normalerweise folgt die Inflation diesen so wichtigen Unternehmen, die in der Summe sehr wichtig sind, weil sie gut 50% der US-Wirtschaft ausmachen und eben
Millionen von Beschäftigten beschäftigen. Und hier sehen wir eben nochmal die Lockerung der Financial Conditions, die dann einen Rattenschwanz nach sich zieht. UBS hat aus meiner Sicht richtig gesagt, also jetzt von den hohen Aktienmärkten, von den hohen Aktienkursen auf die Stärke der Wirtschaft zu schließen, halten wir für einen Fehler. Denn in Asset Bubbles werden Missallokationen von Kapital vorgenommen und das führt dann zu Ungemach auch in der Wirtschaft, absolut der Fall. Und dass Inflation nach wie vor ein Riesenthema ist, sehen wir auch heute bei Biden. Der plant, Lebensmittelfirmen in den USA zu attackieren, weil die eine Shrinkflation machen, also praktisch zum Beispiel den Preis gleich lassen für ein bestimmtes Produkt, aber die Menge da reduzieren. Das kennen wir hier auch aus Supermärkten hierzulande. Und wenn wir schon mal in Deutschland sind, heute die Meldung, tausende Jobs bei BASF in Gefahr. BASF ist der größte Chemiekonzern der Welt. Also die Frage ist, welche Zukunft hat die deutsche Industrie? Und hier sagt zum Beispiel Jan Schnellenbach, naja gut, ist halt so, energieintensive Produktion in Deutschland hat keine Zukunft, müssen wir uns mit abfinden. Das Problem ist nur, dass wir dann wieder extrem abhängig werden von anderen. Erstens, zweitens, dass diese Jobs, die da dranhängen, normalerweise sehr wichtig sind für die Finanzierung unseres Sozialstaates. Und so sagt Daniel Stelter zu Recht, das ist das Entscheidende. Wir haben den zweiten Schritt zuerst gemacht, nämlich wir haben die Energie teuer gemacht, vor dem ersten Schritt. Das wäre eigentlich gewesen, eine günstige Alternative bereitzustellen. Aber der Klimanutzen ist gleich null und die Wohlstandswirkung ist spürbar negativ. Das genau bringt das Problem aus meiner Sicht auf den Punkt. Und ein anderes Problem ist, dass wir den Anreiz zu arbeiten sogar abtöten, könnte man sagen. Wenn man zum Beispiel ein Paar hier betrachtet mit zwei Kindern. Für die ist es egal, ob sie 3.500 oder 5.000 Euro brutto verdienen, weil es kommt netto dasselbe dabei raus, sogar ein bisschen weniger. Das heißt, wer hier zum Beispiel 4.000 Euro brutto verdient als Paar, was ja in Großstädten kaum zum Überleben reicht, würde ich sagen, bei den Mieten, der hat überhaupt nichts davon, wenn er 5.000 Euro verdient, also 1.000 Euro mehr. Er kriegt dann sogar weniger raus und das ist diese Idiotie des deutschen Steuerwesens, das Anreize setzt, nicht zu arbeiten oder die Leute in die Schwarzarbeit drängt, die dann sagen, na gut, ein bisschen Schwatt arbeiten, so, dann habe ich das auch direkt in der Tasche. Genau das sind die Probleme, die wir angehen müssen und heute auch ein bisschen Trash-Talk von der EZB. Unterschiedliche Aussagen wieder, die zeigen, wie gespalten die EZB ist. Holzmann, der Österreicher, hawkisch, der sagte, naja, also wir werden nicht vor der FED die Zinsen senken und damit hat er wahrscheinlich sowieso recht, denn die EZB folgt immer der FED mit einem gewissen Abstand. Lagarde dagegen sagt, ja, wir sind komplett unabhängig von anderen Notenbanken, wir machen das, was wir für richtig halten. Halte ich für eine weit hergeholte Behauptung. Und dann Centeno, der Notenbankchef Portugals, also jenes Staates, dessen BIP das beträgt, was Nvidia gestern mal eben an Marktkapitalisierung hinzugewonnen hat, der sagte, jo, wir sollten offen sein für eine Märzzinssenkung, die die anderen eigentlich ausschließen, vor allem Lagarde, die sagt, die Löhne steigen deutlich, erst im Mai kommen die neuen Lohndaten. Also es ist wirklich eine Kakophonie, die EZB ist innerlich gespalten und Opfer ihrer Zinspolitik, auch die Bundesbank, die jetzt 22 Milliarden Euro Verlust einstecken musste. Die Rückstellungen sind komplett aufgebraucht. Und das, was die Bundesbank dazu sagt, das klingt schon ziemlich bedenklich, finde ich. Das ist gleichzeitig meine erste Artikelempfehlung an Sie. Und die zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, die FED kauft sich Zeit mit dem sogenannten Reverse Repo Trick. Was dahinter steht und wie die FED auf der einen Seite das System versucht aufrechtzuerhalten, indem sie Liquidität in die Märkte pumpt und auf der anderen Seite in irgendeiner Form die Zinsen nicht senken kann. Das ist ein komplexes, aber hochinteressantes Zusammenspiel als zweite Empfehlung als Artikel und zuletzt nochmal der Hinweis auf Dienstag 19 Uhr hier mit unter anderem Marc Friedrich. Der Talk, da wird es um alles gehen, was wirklich interessant ist. Daher am Dienstag kein Markeflüster, weil ich kann mich nicht teilen. Und auch am Montagabend wird es kein Markeflüster geben. Da habe ich einen Termin, werde da nur also am Montag den Videoausblick machen. Also, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Servus und ciao.